Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Blickpunkt Ingelheim, dem Stadtfernsehen. Heute mit einer Studiosendung. Zu Gast ist die Eveline Breyer, unsere Bürgermeisterin, die uns Auskunft geben wird über viele Neuerungen nach den letzten Kommunalwahlen im letzten Jahr. Eveline, du bist viele Jahre lang Redaktionsmitglied gewesen im Stadtfernsehen, hast ganz lange bei uns auch moderiert. Wir bleiben beim Du einfach, weil wir uns auch schon so lange kennen. Selbstverständlich. Ja, du bist Bürgermeisterin gewesen mit vielen Zuständigkeiten. Nach der letzten Kommunalwahl hat sich aber sehr, sehr viel geändert. Kannst du uns sagen, was denn so die Neuerungen sind und wo es Veränderungen gibt, die auch die Bürger betreffen? Natürlich, gerne. Also erstmal muss man sagen, du hast gesagt, ich war Bürgermeisterin und ich bedanke mich, dass wir neu gewählt worden. Und die Amtszeit beginnt jetzt am 1. März 2020. Und es gab einige Neuerungen bei den Dezernatszuschnitten. Der Oberbürgermeister hat alles neu eingeteilt. Und neben den beiden Ehrenamtlichen, die wir früher hatten, haben wir jetzt eine dritte hauptamtliche Dezernentin. In meinem Bereich ist jetzt neu hinzugekommen der komplette Kulturbereich. Dazu gehören die ganzen Ausstellungen, auch das Kunstforum im Alten Rathaus in Niederingelheim, das Museum, die Forschungsstelle und eben auch komplett das Ehrenamt. Das war vorher auch verteilt in der Verwaltung. Das gehört zu meinem Bereich. Und geblieben ist mein Amt für Familiebildung und Sport. Das ist also mein Leib- und Magenthema, seit ich in die Politik gegangen bin. Die Kitas, die Schulen sind dabei, der komplette Sport- und Sozialbereich, aber eben auch die Senioren. Es ist ja wirklich ein Riesenfeld, was da betreut wird auch. Und wir haben uns heute die Seniorenarbeit einmal herausgepickt, denn bei den Senioren gibt es schon einen sehr, sehr großen Einschnitt. Wir haben hier in Ingelheim ja unglaublich aktive Senioren und eine super gute Seniorenarbeit, aber da hat der Kapitän das Schiff verlassen. Ja, leider. Ein Wechsel. Genau, Klaus Antes geht in den wohlverdienten Ruhestand und er war ja mehrere Jahrzehnte zuständig für die Seniorinnen und Senioren in Ingelheim. Und das, was wir heute haben, hat er mit ganz, ganz viel Herzblut aufgebaut. Die Idee von ihm war, dass die Leute rauskommen von zu Hause, dass keiner alleine, auch wenn man ein Pärchen ist, kann man auch allein daheim versauern. Ja. Und es war ihm wichtig, dass die Leute rauskommen. Deswegen sind im Programm so viele Seniorenfahrten angeboten worden, dass man auch rauskommt von Ingelheim, was sieht. Und Tagesangebote auch immer so, dass sie einem etwas bringen. Also vor allen Dingen hat er im präventiven Bereich, wenn es um Kriminalität geht, hat er ganz viele Veranstaltungen gemacht, um die Seniorinnen und Senioren aufzuklären, angefangen vom Enkeltrick bis hin zu anderen Dingen. Ein ganz wichtiger Bereich für ihn war auch immer der Seniorennachmittag am Ingelheimer Rotweinfest. Ja. Auch das ist ohne ihn nichts vorzustellen. Ja. Das hat er mit so viel Engagement immer organisiert. Immer wieder ganz fantastische Dinge nach Ingelheim geholt an Künstlern, an Musikern, an Sängern und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob die großen Fußstapfen, die er hinterlässt, ausgefüllt werden. Ja, es werden ja erstmal zierlichere Füße sein, glaube ich. Die Nachfolge steht schon fest. Genau. Wer wird denn Klaus Antes folgen? Genau. Sabine Liebmann ist das. Einige kennen sie vielleicht, weil sie schon viele Jahre im Altenheim im Suhl gearbeitet hat. Also eine absolute Fachfrau, was das Thema Alter anbelangt, sowohl die jungen Alten als auch alten Alten. Da kennt sich bei dem Thema Betreuung und Rechtsdingen aus. Und sie wird eben in seine Fußstapfen treten. Zum einen das Übernehmen, gemeinsam natürlich mit dem gesamten Team im Seniorenbüro. Unter anderem Christine Jacobi-Becker, die da ist, aber noch viele mehr. Das heißt, es wird genauso weitergehen wie bisher. Wir wollen weiterhin die Fahrten anbieten. Allerdings, da bitte ich um Verständnis, Frau Liebmann wird sich jetzt einarbeiten und die Fahrten dann erst im Herbst, Winter, also in unserem Seniorenkalender Quartal 3 oder 4 erst wieder anbieten können. Aber es soll genauso weitergehen, Beratung und Angebote und es wird vielleicht auch so ein bisschen was Neues dazu kommen. Neues kann ja nie schaden, denn ich denke, es werden ja auch noch Neubürger wieder zuziehen, die weniger verwöhnt sind, was die Seniorenbetreuung betrifft. Ja, und die Bedarfe ändern sich halt auch. Dadurch, dass die Menschen immer älter werden, müssen wir zum Beispiel auch mehr Dinge anbieten für Menschen mit Immobilität, die einen Rollator haben, die einen Rollstuhl haben. Das ist einfach viel gefragter. Von daher, was auch ein Thema ist, was ich jetzt so aus meiner persönlichen Erfahrung her kenne, gerade was die Betreuung älterer Menschen betrifft, wir haben ja in Ingelheim sehr viele Möglichkeiten zur Tagespflege, zur Kurzzeitpflege. Wenn sich nun die Situation ergibt, dass man einen älteren Menschen in seinem Haushalt hat und aus welchem Grund auch immer brauche ich für einen halben Tag
ein trockenes, warmes Plätzchen, wo sich meine Oma, mein Opa wohlfühlt. Ich war da letztes Jahr selbst auf der Suche und fand eigentlich keinen Platz. Ja. Gibt es denn da in Zukunft irgendwo eine Möglichkeit? Kann man da eine Möglichkeit schaffen? Wir werden dieses Jahr ein Modellprojekt eröffnen, eine Seniorentagesbetreuung. Wir wollen das langfristig in allen Stadtteilen anbieten, fangen jetzt erstmal in Oberingelheim, dort im Stadtteilhaus an. Und die Idee ist genau das, was du gesagt hast, kurzfristig ein paar Stunden, dass eine Betreuungsmöglichkeit da ist. Aber wir wollen es auch so machen, dass man sich da fest einbuchen kann, ob das jetzt 1, 2 oder 5 Tage in der Woche sind. Und die Idee ist, dass man dorthin kommen kann, dass man neben der Betreuung ja halt auch Spiele, Beratung und so weiter erfährt und vor allen Dingen, dass ein Mittagessen gegeben wird, weil das ist immer so das Hauptthema, wenn Unterstützung gefragt ist, dass man eben ja nicht nur stundenweise Betreuung erfährt, sondern eben auch etwas essen und etwas trinken kann. Gut, es muss ja dann auch schon ein bisschen fachlich unterstützt sein. Sie sollen ja trinken. Ja. Es muss vielleicht auch mal ein Medikament gegeben werden. Genau. Also das Grundkonzept steht bereits, die Finanzierung steht auch bereits. Wir arbeiten hier mit dem Landkreis zusammen, der uns auch finanziell hier unterstützt. Und das Know-how bringt eben Sabine Liebmann mit, aus der Pflegetätigkeit heraus. Die rechtlichen Dinge sind auch schon alle geklärt. Und es soll ein gemischtes Team aus hauptamtlichen Kräften, die eben eine fachliche Ausbildung haben, und Ehrenamtlern sein, damit wir auch hier eine gute Mischung haben, wie wir Betreuung gestalten können. Ja, Ehrenamt ist natürlich auch ein ganz großes Thema in der Stadt und auch gerade bei der Seniorenarbeit haben wir zum einen die Heinzelmännchen, die da ja sehr, sehr aktiv sind. Und ich glaube, es ist auch gut zu erwähnen, es gibt diese Möglichkeit der Heinzelmännchen, die auch mal kommen, ins Haus kommen und helfen. Aber denen sind halt auch Grenzen gesetzt. Und da finde ich die Idee mit dieser Betreuung also super, super gut. Das Ehrenamt hat halt nur ein Riesenmanko, das ist ja auch bekannt, es werden ja Helfer überall gesucht. Und ein ganz großes Thema ist da ja auch die Versorgung mit Lebensmitteln in Ingelheim. Ja. Also das ist ja gewaltig. Ich habe mich bei der Recherche da ein bisschen umgesehen. Wir haben einmal Essen auf Rädern, das ist aber was, das über die Stadt auch mit organisiert wird und Teil Ehrenamt nur ist. Na, eigentlich ist eine Ehrenamtsinitiative komplett getragen, nur wir als Stadt unterstützen eben, wenn es um das Thema Versicherung und rechtliche Dinge geht. Und haben, damit eben auch keine Fahrt ausfällt, hier auch Mitarbeiter eingestellt, dass wirklich alle Fahrten abgedeckt sind, falls es im Ehrenamt mal nicht funktioniert. Ja, das kann ja mal sein. Und weil eben, wenn Essen auf Rädern ist, 7 Tage die Woche, jeden Mittag, wer sich dort Essen bucht, bekommt das Essen nach Hause geliefert und das muss eben versichert und garantiert sein. Ja. Und das hat eben Klaus Antes übrigens auch gemacht. Er hat immer den Speiseplan gemeinsam mit der Großküche besprochen war regelmäßig mit unseren ehrenamtlichen Initiative Essen auf Rädern dort und wir haben probiert, dass es eben auch schmeckt, dass es nicht so überwürztes oder flaues Großküchenessen ist, sondern auch was gut ist für den Körper und was den Leuten schmeckt. Genau. So ist da eine sehr gewissenhafte Versorgung der. Und auch da soll die Entwicklung weitergehen, eben statt Essen auf Rädern, mit Rädern zum Essen. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass mein Wunsch ist, in jedem Stadtteil mehr Generationentreff oder auch Stadtteiltreff, diese zwei Begriffe haben wir momentan in der Arbeit, dass man in jedem Stadtteil einen Ort hat, wie das Mehrgenerationenhaus in Ingelheim-West, wo man hingehen kann oder hinfahren kann, um Mittag zu essen, zu einem günstigen Preis. Und das wollen wir in allen Stadtteilen machen. Und noch eins draufsetzen, ich bin im Gespräch mit Rewe, dass man beim Rewe seinen Einkauf bestellt, den aber dann am Stadtteiltreff abholen kann und mit nach Hause nehmen kann, sodass du die Alltagsversorgung gerade für Menschen, die nicht mehr so mobil sind im Alter, im Stadtteil hat. Das hört sich jetzt sehr, sehr gut an, wird aber mit Sicherheit ohne mehr Helfer nicht funktionieren können. Ja. Es sind ja Heidesheim, Wackernheim, ich denke, die kommen ja alle auch noch dazu. Ja. Und Ehrenamtler werden bestimmt gerade jetzt so in diesem Bereich gebraucht. Ja. Es sollten Leute sein mit Führerschein oder welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um bei Essen auf Rädern, weil ich denke, das ist jetzt das Aufwendigste. Bei Essen auf Rädern suchen wir ja gerade konkret für Heidesheim und Wackernheim. Das bedeutet aber nicht, dass man dort wohnen muss, sondern es müssen nur die Fahrten dorthin eben besetzt werden. Und ja, Führerschein ist eine sehr gute Voraussetzung, wobei wir fahren meistens zu zweit, die Ehrenamtler, sodass auch einer mitfahren kann, der keinen Führerschein hat. Wir gucken dann immer, was möglich ist und würden das, also
das wird ja ehrenamtlich organisiert, wie die Fahrten aufgeteilt werden. Mhm. Ja. Dann haben wir ja auch noch andere Institutionen hier, die Tafel und den Brotkorb. Mhm. Das sind auch Organisationen, die aber mit Legitimierung arbeiten müssen. Richtig, richtig. Man braucht eine Bescheinigung. Das heißt, die Menschen sind je nachdem entweder SGB-12-Empfänger oder Grundsicherungsempfänger, je nachdem, welches Alter sie haben und ob sie Einkommen haben oder gar kein Einkommen haben. Ja, und da muss man sich immer ausweisen und man muss es auch immer wieder belegen, dass man hilfebedürftig ist. Ja. Und die Vereine selber arbeiten auch komplett ehrenamtlich, was die Beschaffung der Lebensmittel betrifft, die Ausgabe? Ja, richtig. Also getragen, die Tafel ist ein Verein, wird komplett ehrenamtlich getragen, aber mit hauptamtlicher Struktur oben drüber. Mhm. Und der Brotkorb gehört zur Caritas, also ist eine kirchliche Organisation, also auch oben getragen vom Hauptamt, aber komplett, ich glaube, da sind auch 70 Ehrenamtler immer mit dabei, die eben das Essen holen und dann auch dann organisieren, die Ausgabe organisieren. Die ist ja jeweils mehrmals in der Woche. Und neu hinzugekommen ist jetzt ein Verein, der nennt sich Lebensmittelpunkt oder auch Verteiler. Der Verein heißt Lebensmittelpunkt, die Aktion Verteiler. Und da steckt was ganz anderes als Idee grundsätzlich hinten dran. Die sammeln das Essen ein, was sonst weggeworfen werden würde, also retten Lebensmittel. Oder auch Blumen. Die Woche habe ich nämlich Tulpen vom Verteiler erhalten. Blumen werden, man denkt da nicht so dran. Die Blumen, die im Aldi an der Kasse stehen, auch die werden weggeworfen, wenn sie nicht mehr schön aussehen. Und dabei könnten sie andere Leute noch Freude zu. So ist es, ist es. Und was mir bei der Aktion sehr gut gefällt, ist, dass Lebensmittel nicht nur gerettet werden, man hat eine andere Botschaft hinten dran für alle in unserer Gesellschaft, dass wir umsichtiger mit den Lebensmitteln umgehen, sondern diejenigen, die dorthin kommen, sind zu 80% auch hilfebedürftig. Ja. Das heißt, wäre jetzt meine Frage, das eine, die Lebensmittel einsammeln, ist ja das eine, aber wie verteilt man sie wieder? Ja. Oder wie haben die sich ein System ausgedacht, wie man das dann gerecht wieder an... Die momentane Verteilung geht ja einfach auch vom Parkplatz Bürgerhaus in Freiweinheim raus aus dem Auto. Langfristig wünschen die sich aber eine feste Einrichtung, wo man dann die Lebensmittel verteilen kann. Vielleicht auch verbindet mit einem Restaurant. Also die haben da sehr, sehr große Vorstellungen. Ja. Was mir wichtig ist, warum ich das unterstütze, ist, ich habe das gesehen, war mehrmals da und es entstigmatisiert die Menschen. Sie kommen da nicht hin, weil sie hilfebedürftig sind, sondern es kommen eben jede Menge Leute auch, die eben Lebensmittel retten wollen. Ja, die einen, die bringen und andere, die dann... So ist es. Ja, oder nehmen auch mit. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Da gibt es keine Schamgrenze, man tauscht. Ja. Und deswegen gefällt mir die Initiative auch sehr gut. Und mein Ziel ist es, alles in Ingelheim zu erhalten, dass alles seine Berechtigung und seinen Platz hat. Mhm. Und wir müssen halt eben gucken, wie wir die Gelder gut verteilen, weil da fließt natürlich, da fließen fast 100.000 Euro jährlich rein an Unterstützung auf alle Initiativen. Mhm. Und deswegen müssen wir schon sorgfältig damit umgehen, dass das gut läuft. Dass es, ich hinterfrage das gar nicht in der Organisation, aber gerade, dass es eben bei den Menschen ankommt, die es brauchen. Und was ich, mein Thema ist ja immer die Entstigmatisierung. Mhm. Deswegen arbeite ich an dem Ingelheim-Pass schon so lange. Damit wir... Wäre jetzt eine Frage von mir gewesen, dieser Ingelheim-Pass. Ja. Dass du den nochmal genauer vorstellst, weil ich glaube, viele haben das schon gehört, können es aber nicht wirklich einordnen. Ja, der Ingelheim-Pass, da erhält man eine Berechtigung, auch wenn man eine gewisse Form von staatlicher Unterstützung erhält. Mhm. Muss aber kein Hartz-IV-Empfänger sein, sondern das fängt auch schon früher an. Eben Menschen mit niedrigem Einkommen, die zum Beispiel an der Schulbuchausleihe kostenfrei teilnehmen. Also so niedrig fängt das schon an. Und Ingelheim-Pass-Besitzer dürfen zum einen kostenlos Bus fahren. Sie dürfen an mehreren Angeboten kostenlos teilnehmen, wie das Freibad in Ingelheim. Die Rheinwelle ist vergünstigt, aber auch an allen kulturellen Angeboten der Stadt und auch Vereinsangebote, wenn die Vereine mitmachen. Ja. Bis zu 26 Euro einer Karte, Eintrittskarte bei der King sind kostenlos, werden komplett ersetzt von der Stadt und darüber hinaus kriegt man 50% an Zuschuss. Und das ist halt wirklich eine tolle Möglichkeit, dass jeder, egal welches Einkommen man hat, teilnehmen kann an Angeboten. Und Ingelheim Pass, mein nächster Step wäre, jeder kann ihn sich kaufen
und bekommt dann Vergünstigungen irgendwo. Und wenn du das vorhältst, weiß keiner mehr, hast du das erhalten, ja, weil du Empfänger einer gewissen Unterstützung bist, deiner staatlichen, oder weil du dir eben die Rabattaktion der Stadt Ingelheim eingekauft hast. Ja. Hast du einen Überblick, wie viele von diesen Ingelheim-Pässen schon unterwegs sind, wie gut das genutzt wird? Also wir machen jetzt im April, werden wir dem Stadtrat vorlegen, wie es genutzt wird. Ungefähr 50% derjenigen, die es potenziell erhalten könnten, nutzen es bisher. Es könnten noch mehr sein. Es ist natürlich hatten durch diese starke PR in der Presse und in der Zeitung kam es eben dazu, dass es leicht angestiegen ist, aber tatsächlich könnten noch mehr Menschen, die dürfen auch den Ingelheim-Pass beantragen. Und das ist ganz simpel, man muss nur zu uns ins Sozialamt geben, sagen, ich bin hier Empfänger und man erhält den Pass. Der ist natürlich auch persönlich auf die Person ausgestellt, ist nicht übertragbar, aber es ist halt eine tolle Unterstützungsform. Ne? Ja, also Unterstützung wäre noch einmal das Stichwort für unsere Ehrenamtler hier, für unsere Fährteiler, den Brotkorb, die Tafel. Wer möchte, gerne sich melden. Ja. Ja, jetzt nur die Frage, ich möchte mich gerne melden, wo? Genau. Es wäre eine tolle Sache. Ich habe jetzt bei dem ganzen, bei dem Riesenthema, was es ja doch ist, versucht so ein bisschen durchzublicken. Es ist eine Unmenge an Möglichkeiten, an Ehrenämtern. Und dann dachte ich mir, es wäre doch toll, wenn es irgendwas gäbe, wo ich mich orientieren kann. Ich möchte ehrenamtlich im Sport helfen oder bei den sozialen Sachen. Gibt es da eine Möglichkeit, sich zu informieren? Ja, die gibt es. Und zwar schon ziemlich lang im Mehrgenerationenhaus. Ja. Die nennt sich Fee. Und hier überlegen wir gerade, ob wir das nicht einen neuen Namen geben, weil das so, unter Fee versteht man oft was anderes. Ja. Also momentan denken wir einfach an Ehrenamtsbeauftragte. Tolle und dahinter Erfahrung. Steckt unsere ehemalige Rotweinkönigin, die Katharina Birk. Die macht ja, da hätte auch Fee gepasst. Absolut, das stimmt. Das ist auch so eine gute Fee. Ne? Ja. Und die hat jetzt schon angefangen, alle Vereine anzuschreiben, damit wir eben eine Datenbank erstellen können. Ja. Wenn du da hinkommst und Interesse hast, ein Ehrenamt auszuüben, dass du dir auch gleich anschauen kannst, wer bietet denn eine ehrenamtliche Möglichkeit an und welche Voraussetzungen muss ich mitbringen. Und diese Datenbank soll dann auch online gehen, sodass ich suche oder finde mich auch dort stattfindet. Dass wir also das einfach schneller und schlanker machen können. Ja. Wenn ich jetzt nicht online sein kann oder mit diesen ganzen Computersachen nicht so sehr bewandert bin, würde ich dann auch eine Möglichkeit haben, könnte ich einfach anrufen und sie hat bestimmt auch Sprechzeiten. Genau. Katharina hatte zunächst Sprechstunden angeboten, hat da bis jetzt so gemacht, dass sie nach Bedarf Sprechzeiten macht. Mhm. Die E-Mail-Adresse sind bei uns allen hinterlegt, also einfach anrufen und fragen oder jetzt können wir sie auch gleich noch unten einblenden. Ich gebe sie dir also einfach hinterher und dann spenden wir sie werden unten das mit ein. Einblenden. Und also wir wollen bewusst nicht alles ausdrucken, weil wir haben über 200 Vereine in Ingelheim und ehrenamtliche Initiativen. Und wenn wir das ausdrucken, da ändert sich auch immer wieder was, kommt was Neues hinzu, deswegen soll es digital sein. Und wer natürlich sich das digital nicht zu Hause anschauen kann, auf die Stadtverwaltung oder in unser Mehrgenerationenhaus Yellow, überall hingehen, kann sich es anschauen. Oder die Katharina druckt dann halt auch im Fall, wenn du jetzt Interesse hast, im Sport dich zu engagieren oder im sozialen Bereich die entsprechenden Ansprechpartner aus. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, das ist also, es ist wirklich perfekt hier, die Seniorenarbeit. Hm. Ich denke immer, also wir haben ein solches Glück, dass wir in Ingelheim alt werden dürfen. Das stimmt. Und es ist ganz toll gesorgt für alle, aber nicht nur die Senioren und die sozialen Bereiche brauchen Helfer und Ehrenamt. Wir haben ja auch den riesen Jugendarbeitsbereich mit dem Yellow, das dieses Jahr Jubiläum feiert. Richtig, 10 Jahre dieses Jahr. Genau, und auch da sind ja zum Teil hauptamtliche Streetworker tätig. Erklär mir doch mal, was diese Streetworker tatsächlich, was die Aufgabengebiete sind, wo wir die finden. Ja, also Streetwork, Straßenarbeit ist ja das übersetzte Wort. Ja. Wir haben hier 2,5 Stellen mit 3 Personen besetzt und die gehen einfach raus zu den Orten, wo sich Jugendliche treffen. Also sei es die Innenstadt, ein ganz großes, großer Bereich, wo sich Jugendliche treffen, aber auch die Spielplätze in den Stadtteilen oder die Wäldchen. Und die Idee ist, dass kein Jugendlicher hinten runterfällt. Das ist so das Hauptthema. Zu schauen, dass jeder ein Angebot hat,
dass es in der Schule vorangeht, das ist quasi Sozialarbeit auf der Straße. Die machen aber noch viel mehr und da kommen wir zum Thema Ehrenamt. Ja. Sie bieten regelmäßig eben einen Treffpunkt an, wo man als Jugendlicher hingehen kann, der ehrenamtlich betreut wird, eben unterstützt von unseren Hauptamtlichen. Im Yellow dann oder? Momentan bei Best Washed in Town. Nein. Doch, du kannst zu Best Washed in Town gehen, die haben feste Zeiten, aber auch... Wenn man einfach hingeht, dann wird der Streetworker angerufen und kommt vorbei, wenn du ein Thema hast, um den Streetworker zu besprechen. Ja? Wir hatten es eine Zeit lang im Bahnhof, da hat es vielleicht der ein oder andere gesehen. Jetzt ist es bei Best Washed in Town. Und darüber hinaus haben die auch ein Programm. Da werden Fahrten in große Schwimmbäder oder nach Köln oder so organisiert. Und auch das wird ehrenamtlich unterstützt. Und da suchen wir noch junge Leute, die Lust haben mitzumachen. Und wenn man, daneben gibt es noch Yellow Nights, das ist unsere kleine Kneipe im Yellow, im Jugendhaus. Klasse. Auch da suchen wir Ehrenamtler oder bei unseren Jugendtreffs in den Stadtteilen, die wir ja auch noch haben. Wie ist denn da das Alter der Jugendlichen, die da betreut sind, beziehungsweise die das frequentieren? Wo? Es fängt so bei 13, 14 an und hört in der Regel so bei 17, 18 auf. Also sobald volljährig wird, beginnt eine gewisse Art von Mobilität, aber auch die meisten sind dann halt in der Ausbildung oder gehen dann irgendwann studieren, also je nachdem, so in dem Rahmen, 13, 14 bis Volljährigkeit. 13, 14. Du sagtest im Vorgespräch, dass auch die politische Jugendarbeit ein großes Thema ist, beziehungsweise doch immer mehr zum Thema werden soll, weil die Zukunft gestalten können ja wirklich oder sollten die Jungen, die es halt auch betrifft. Und ich meine, so langsam ist ja auch ein Bewusstsein da, wie wird das unterstützt? Ja, also das ist auch so ein wichtiges Thema für mich, weil dadurch bin ich in die Politik gekommen. Ich habe sehr jung angefangen, war engagiert im Jugendparlament. Wir haben heute noch ein Jugendparlament nur in Wackernheim und überlegen, wie wir das auf die ganze Stadt ausdehnen können. Warum es interessant ist, überhaupt mitzumachen, mitzugestalten, die Zukunft von Ingelheim zu gestalten. Was super funktioniert hat, war im Rahmen der Demografieanalyse haben wir eine Simulation mit Jugendlichen gemacht. Und zwar haben wir sie alle einen Tag aus der Schule geholt, die Jahrgänge, die Schulabgängerjahrgänge beziehungsweise die 10. Klasse vom Gymnasium. Und haben mit denen gemeinsam anhand des demografischen Wandels gesagt, was braucht Ingelheim? Weil die älteren Menschen, wenn sie mitarbeiten bei so einem Thema, leben ja dann gar nicht mehr, wenn wir über 2030, 40, 50 reden, sondern dann sind es die Jugendlichen, die dann junge Erwachsene oder halt mit einem Beruf stehend sind und die Ingelheim gestalten sollen. Und das werden wir jetzt auch öfter machen. Mein nächstes Thema wird sein, wenn der Stadtrat beschließt, einen Sportpark rund um den Blumengarten zu gestalten, dann dort die Jugendlichen mit einzubinden. Ja. Wie soll ein Sportpark sein, egal ob ich vereins- oder freizeitgebundenen Sport treibe? Und das ist Politik. Nichts anderes ist Politik. Es ist auch ein super Einstieg, weil Sport und junge Leute, das ist ja eigentlich so das Thema überhaupt. Eben. Ja. Und auch da werden wieder jede Menge Helfer und Ehrenamtler gesucht. Genau. Und ich denke, das macht bestimmt sehr, sehr viel Freude, weil ich kenne doch einige auch aus dem Yellow und die sind mit so viel Liebe und Herzblut dabei. Ja. Also das ist wirklich ganz toll. Das waren jetzt schon die Hauptthemen, die ich mir für heute rausgepickt habe. Ja. Ich habe jetzt noch ein Thema, das heißt divers. Okay. Das sind Dinge, die mir so aufgefallen sind, die aber irgendwie nirgends reinpassen wollten. Wobei Jugendarbeit und Lehrküche zum Beispiel, finde ich, ist doch dann wieder was reinpasst. Ja. Lehrküche, was stelle ich mir darunter vor? Erklär es mir bitte. Ja, du hast mir vorhin erzählt, du hast gelesen, die Pestalozzi-Schule bekommt eine Lehrküche. Ja, sehr schön. Hintergrund ist gesunde Ernährung bereits in der Grundschule. Ja. In unseren Schulbaurichtlinien ist es nicht vorgesehen, eine Lehrküche einzubauen in Grundschulen. Jedoch ist es in dem Unterricht ständig Bestandteil. Und ich bin sehr dankbar, dass der Schulträgerausschuss meinem Vorschlag gefolgt ist und dass wir in jeder Schule eine Lehrküche einbauen. Die Brüder-Grimm-Schule hat schon eine. Als nächstes die Pestalozzi-Schule und wir werden in allen Schulen eine Lehrküche einbauen, mit dem Ziel, dass die Lehrer, egal ob sie Deutsch, Mathe, Englisch machen, in die Lehrküche reingehen oder vor Weihnachten gemeinsam Plätzchen backen, um eben das Klassische in der Küche zu lernen, aber vor allen Dingen das Thema gesunde Ernährung vielfältig aufarbeiten können, weil das eine ist es theoretisch, das im Klassenraum zu lernen, aber das viel Wichtigere ist es praktisch in der Küche auszuprobieren und hinterher zu genießen. Bei uns war halt früher auch die Hauswirtschaft war ein Thema, ist eigentlich ganz wichtig. Ja. Und wenn ich heute höre, dass Kinder bei der Kartoffelernte helfen können und das eine Kind zu dem Papa kommt und sagt, hast du die alle vorher versteckt? Ja.
Ja. Also ich hoffe, dass das dann wirklich der Vergangenheit angehört und die Kinder da wirklich auch wieder an die Lebensmittel herangeführt werden. Du weißt, in unseren Kindergärten machen wir das seit Jahren. Und das bricht dann in der Grundschule ab, weil es die Möglichkeiten nicht mehr gibt. Ja, in unseren Kindergärten wird ja immer geschnipselt beim Mittagessen und mitgemacht. Ja. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir das in den Grundschulen weitermachen. Die weiterführenden Schulen haben das automatisch dabei. Gut, dann ist mir noch etwas aufgefallen, was jetzt mit dem Thema eher weniger zu tun hat, aber in Ingelheim sieht man mittlerweile Busse in Straßen, wo früher nie welche waren. Stadtbusse. Also was hat es damit auf sich? Auch eine große Veränderung. Thema demografischer Wandel und natürlich Nachhaltigkeit, Umweltschutzgedanke. Mhm. Wir haben unser gesamtes Bussystem umgestellt. Es fährt nicht mehr nur die Hauptstraßen, sondern eben in die Stadtteile rein, dass jeder von seinem Zuhause aus es näher zur nächsten Bushaltestelle hat. Und dann fährt alle Linien fahren zum Bahnhof und von da wieder in andere Richtungen. In einer viertelhalben Stunde kommst du jetzt in alle Himmelsrichtungen. Ja. Und natürlich sind unsere neuen Stadtteile Heidesheim und Wackernheim mit direkt eingebunden. Wackernheim als Sprungbrett quasi Richtung nach Mainz. genau. Das ist eine ganz tolle Sache und ich hoffe, dass das auch richtig gut angenommen wird, weil ihr könnt ja ganz viel planen, wenn es die Bürger nicht annehmen. So also, liebe Ingelheimer, Busfahren, an die Umwelt denken. Genau. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende der Sendung. Mhm. Und mit dem Umweltgedanken möchte ich eigentlich schon fast so mich verabschieden. Mhm. Wir haben uns von der Redaktion aus gedacht, Umwelt ist ja ein Thema, das uns alle angeht. Ja. Und guck mal, du bist die Erste, die von uns eine Blumenwiese als Dankeschön bekommt. Wir können alle was für unsere Insekten tun und unsere Bienen. Ja. Und du darfst als quasi erste Frau der Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Und mit diesem Tütchen kann man ganz wunderschön einen Blumenkasten bestücken und dann hat man den ganzen Sommer über Freude. Schmetterlinge und ich weiß gar nicht, was alles, wem das alles schmeckt. Also es ist der reinste Futterkasten für Insekten. Wie toll. Und liebe Zuschauer, das ist auch eine Aufforderung an Sie. Jeder kann da mitmachen. Wir können Ingelheim richtig schön bunt machen. Und ich denke, die Wiesenreine, Ackerreine, Weinbergsreine sind auch als Blühfläche wichtig. Aber jeder kann auch selber was tun und nicht immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen. Genau. Ja. Und du wirst jetzt morgens eine Stunde früher aufstehen müssen, weil du hast ja jetzt die Verantwortung für deine Blumenwiese. Kein Problem, mache ich sowieso, weil wir haben keinen Garten leider, aber einen Hof, wo ich ganz viele Nutzpflanzen, Tomaten, Paprika und so weiter anpflanze. Und jetzt kommen noch ein paar Bienengenüsse dazu, neben den menschlichen Genüssen. Ganz perfekt. Vielen lieben Dank. Das ja, gern geschehen. Wir können ja auf dem Wochenmarkt dann unseren Ingelheimer Honig ja dann auch wieder im Umkehrschluss erstehen. Stimmt, und dann schließt sich der Kreis. Und Kreisschließen ist auch ein schönes Stichwort jetzt, um uns zu verabschieden. Liebe Eveline, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns. Wir haben richtig schön sehr mit dir. Wir haben sehr, sehr viel Informationen jetzt in der Sendung drin. Ja. Und ich denke, da ist es auch gut, dass die Sendung, einfach länger wie eine Woche läuft. Sie können gerne auch ein zweites und drittes Mal einschalten. Lesen Sie in Ruhe unsere Insights, die Informationen, die wir noch am Bildrand eingespeist haben quasi. Und ansonsten, das Rathaus ist immer Ansprechpartner. Die Herrschaften an der Information werden Sie immer weiter vermitteln können. Ja. Das Mehrgenerationenhaus ist da. Und wir hoffen, dass wir Ihnen so ein bisschen einen Einblick geben konnten in die Möglichkeiten, die man hier hat. Und nochmal die Aufforderung, also Ehrenamt, zu Hause sitzen ist langweilig, egal in welchem Alter man ist. Und hier in Ingelheim hat man so viele Möglichkeiten, ein wirklich lebenswertes Leben zu haben und rauszugehen und Freude zu haben. Und nehmen Sie die Angebote an, egal von welcher Seite, ob Sie Hilfe brauchen oder helfen möchten. Ich denke, da kann man sich hier super austoben. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Zeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.